Eine Strafe ist ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit einer Person. Daher ist es wichtig, dass es gerecht zugeht. Dafür soll unser Rechtssystem sorgen. Recht gesprochen wird in Gerichten wie hier, einem der größten Justizgebäude Deutschlands. Es stammt aus der Kaiserzeit. Weil es so imposant ist, nennen die Berliner es auch den Justizpalast. Wenn es sich um ein Strafverfahren wie bei der Sachbeschädigung handelt, dann beginnt der Staatsanwalt das Verfahren. Der Staatsanwalt vertritt den staatlichen Strafanspruch. Es gibt ja so eine Art allgemeinem Vertrag in unserem modernen Staatswesen, dass nicht der Geschädigte selbst seinen Anspruch gegen den mutmaßlichen Schädiger, also gegen den Täter durchsetzt, sondern dass er die Waffen sozusagen niederlegt und dem Staat überträgt, diesen Strafanspruch durchzusetzen. Im Gegenzug erwartet das Opfer einer Straftat natürlich, dass der Staat das auch tut. Und das tut er durch die Justiz, und der Staatsanwalt ist eben derjenige, der im modernen Staat diesen Strafanspruch durchsetzt. Im Rechtssystem unterscheidet man zunächst verschiedene Rechtsfelder. Der Staat allein verfügt über das Strafrecht. Und der einzelne Bürger sowie Vereine oder Firmen haben unter anderem das Zivilrecht. Insgesamt gibt es viele Rechtsfelder, wie zum Beispiel das Mietrecht, Arbeitsrecht, Urheberrecht, Verkehrsrecht, Verwaltungsrecht, Lizenzrecht, Familienrecht, Erbrecht, Sachenrecht, Betreuungsrecht, Schuldrecht, Kaufrecht, Ehegesetz.